Ich freue mich sehr, dass Volker Grasnuck hier ist. Wie ganz was Neues. In vielen anderen netzpolitischen Abenden stellst du die Arbeit von DigiGuess heute Abend vor, aber auch ein Thema, das dich schon viele Jahre lang begleitet, das Copyright, das Urheberrecht und in dem Fall jetzt die Upload-Filter, die auf EU-Ebene gerade verhandelt werden. Und zu dem Thema hat ja DigiGuess die Broschüre gerade veröffentlicht, die du jetzt so mit dem Thema auch vorstellst. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du da bist. Schön, dass ihr alle noch da seid beim Netzpolitischen Abend und viel Spaß mit Volker. Ja, danke schön. Oh, sogar. Auftrittsapplaus. Dankeschön, Dankeschön, Sandra, für die sehr freundliche Einführung. Und in der Tat, ja, es geht mal wieder um Upload-Filter. Ich fürchte, ich würde auch gerne mal wieder was Neues machen, aber ich fürchte, Upload-Filter werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich habe im April zum letzten Mal beim NPA 92 darüber gesprochen und gebe heute ein kurzes Update und möchte insbesondere, mal gucken, wie das mit dem Klicker hier, oh, super, insbesondere die Gelegenheit nutzen, auf eine Broschüre, die heute erschienen ist, hinzuweisen, was sind Upload-Filter? Erstellt von Elisabeth Niekrenz und seit heute, ganz am Schluss kommt, letzte Folie kommt, die URL auf unserer Website ist sie natürlich auch schon verfügbar. Ich werde die Broschüre heute nicht im Einzelnen vorstellen, also kein Spoiler, sondern das quasi als Schrittsteine benutzen, um euch ein kurzes Update zu geben, was seit April passiert ist und das ist in der Tat durchaus einiges. Nur noch mal zum Hintergrund. Die Bewegung, die wir gesehen haben, die kumuliert ist dann im März 2019, kurz vor der Abstimmung im Europaparlament der EU-Urheberrechtsrichtlinie, war mit inzwischen 5,5 Millionen Unterschriften und 300.000 Menschen auf den Straßen in ganz Europa tatsächlich die größte Protestbewegung gegen ein EU-Gesetzgebungsvorhaben überhaupt. Kurzer Rückblick, die Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, Information Society, InfoSoc-Richtlinie in der Regel abgekürzt, von 2001 war das erste europäische digitale Urheberrecht. Oder eigentlich das erste richtige Urheberrechtsgesetz überhaupt. Aber Auslöser war die Neuregelung, das neue exklusive Recht der Online-Verfügbarmachung, was zwei WIPO-Verträge 1996 geschaffen haben. Die sind in dieser InfoSoc-Richtlinie umgesetzt worden. Die stand dann 15 Jahre später zur Überarbeitung an. Die ist unter anderem eingeleitet worden durch den Rechtsausschuss des Europaparlaments Juri, damals unter Berichterstatterin Julia Redder. Und das EP hat die Kommission beauftragt, einen neuen Gesetzentwurf zu entwickeln. Die Kommission hat dann 2016 diesen Entwurf vorgelegt und dann ist der ganze langwierige Prozess, die Verhandlungen zwischen Parlament und Rat losgegangen. Mit dem bekannten Ergebnis im April 2019 ist die Digital Single Market Richtlinie, also zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, verabschiedet worden. Allerdings mit einem abweichenden Meinungen. Eine ganze Reihe Länder haben mit der Verabschiedung der Richtlinie Protokollerklärungen abgegeben. Die längste kam von Deutschland und da wurde unter anderem, also einerseits natürlich begrüßt, dass es eine Erneuerung des europäischen Urheberrechts gegeben hat, die ohnehin lange hinfällig war, aber auch bedauert, dass es nicht zu einer Einigung über die Upload-Filter gekommen sei und Deutschland hat angekündigt, Upload-Filter weitgehend unnötig machen zu wollen. Dann enthält
der Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie einen Absatz 10, in dem wird vorgesehen, wenn die Richtlinie verabschiedet ist, sollen danach im Anschluss Stakeholder-Dialoge, Dialoge der Interessenvertreter stattfinden. Und das sind die Rechteinhaber, die Plattformen selber und die Nutzer oder die Zivilgesellschaft. Und diese Gespräche haben im Oktober 2019 begonnen. DGGES hat daran auch aktiv teilgenommen. Ziel dieser Dialoge ist es, bis zum Ende dieses Jahres Leitlinien, also die Kommission wird Leitlinien auf Grundlage dieser Gespräche erstellen, wie denn die Mitgliedsländer diesen merkwürdigen Artikel 17 umzusetzen haben. Das ist ein relativ schwaches Regulierungsinstrument. Es sind Empfehlungen. Das ist nicht bindend, was die Kommission hier den Mitgliedsländern sagen wird. Aber es ist im Augenblick tatsächlich die letzte Chance hier, die Mitgliedsländer noch in gewisser Weise zu einer Harmonisierung zu drängen, die die Richtlinie selber leider eben nicht geschafft hat. Bis zum 7. Juni nächsten Jahres muss die Richtlinie dann in den Mitgliedsländern in nationales Recht umgesetzt sein und dann tritt sie in Kraft. Kurzer Rückblick, wofür sollen Plattformen verantwortlich sein? Die Konstruktion von Artikel 17 im Schnelldurchlauf. Zunächst wird hier gesagt, Plattformen nutzen ein neues ausschließliches Recht der Online-Zugänglichmachung. Das gibt es zwar schon in der Infosorg-Richtlinie im Artikel 3. Hier wird aber gesagt, nein, nein, das ist nicht das, was die Plattformen mit den Inhalten ihrer Nutzer machen. Das ist nicht dieser Artikel 3 aus der Infosorg-Richtlinie, sondern wir erfinden hier ein neues, eigenständiges Recht der Online-Verfügbarmachung für den Zweck, für den Kontext von Artikel 17. Das ist aber auch ein neues, sui generis, ausschließliches Recht der Rechteinhaber. Und da Plattformen dieses Recht nutzen, müssen sie dafür Erlaubnis einholen, also Lizenzen. Bekommen sie keine Lizenzen, hat man gesagt, ist ja blöd, wenn die jetzt voll haftbar wären, dann wäre das eine übermäßige Haftung und die würden auch übermäßig sperren. Das wollen wir auch nicht. Das ist ganz schlecht für die Meinungsfreiheit und für die Nutzerrechte. Titel ist hier Lizenzen, Upload, Filter und Zugang. Zugang ist durchaus einer der tragenden Säulen von Artikel 17. Das sollte man nicht vergessen. Damit die Plattformen jetzt also nicht übermäßig sperren, kriegen die eine Haftungserleichterung in 3 Stufen. Das ist Absatz 4. Die müssen alle Anstrengungen, Best Effort unternommen haben, um Erlaubnisse einzuholen. Und Best Effort heißt nicht alle Anstrengungen, alles nur Vorstellbare, sondern eben nur die bestmögliche Anstrengung. Und das ist eine der mysteriösesten Bestimmungen des Artikel 17, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Und dann die Unverfügbarkeit, also Rechteinhaber können Werke melden und sagen, das darf auf euren Plattformen auf keinen Fall auftauchen. Über Fingerprints wird das erkannt, so ähnlich wie wir das von Johannes mit Textfiltern gehört haben. Geht das mit Fingerprint-Technologie auch mit Bildern und Audios und Bewegtbildern. Diese Werke, also das sind die Upload-Filter und der Absatz 4c ist das klassische Notice and Takedown, hier allerdings ergänzt um die Vorschrift, dass notifizierte Werke danach, dass deren künftiges Hochladen auch verhindert werden muss. Die werden also in die Upload-Filter in 4b quasi automatisch eingespeist. Zu Zugang und Nutzerrechten, das hat vor allen Dingen das Europaparlament hier stark gemacht. Das sind zunächst mal die Lizenzen selber, die die Plattformen einholen müssen. Die sollen nämlich auch die Tätigkeiten ihrer Nutzer mit einschließen. Also wir, wenn wir auf YouTube etwas hochladen, sind dann gewissermaßen durch die Lizenz, die Google erworben hat, mit abgedeckt. Das ist durchaus eine Stärkung. Und es wird hier ganz klar gesagt,
Filter dürfen erlaubte Nutzungen nicht unterbinden. Und erlaubte Nutzungen sind die, die durch eine Freilizenz, Creative Commons und ähnliches, ohnehin erlaubt sind von ihren Urhebern, die gemeinfrei sind, Public Domain, also nicht mehr geschützt. Dann vor allen Dingen aber, das ist ein ganz zentrales Element von Artikel 17, die sogenannten Schrankenfreiheiten, also gesetzliche Erlaubnisse, Dinge, die eigentlich rechtlich geschützt sind, dennoch für bestimmte Zwecke nutzen zu dürfen. Und im Zentrum steht hier die Zitatschranke oder das Zitatrecht, denn das ist auch eine ganz wichtige Neuerung von Artikel 17. Bislang war das immer so ein, vielleicht kann man dann können die Nutzer hinterher sagen, ja, ich hätte da aber eigentlich, das war eigentlich ein Zitat und ich hätte das dürfen sollen. So sehen die Rechteinhaber das bis heute. Aber der Artikel 17 sagt ganz klar, der Rechtsweg muss offen stehen für Nutzer, um von ihren Schrankenrechten Gebrauch zu machen. Und wenn ich ein Recht vor Gericht durchsetzen kann, dann heißt es, ich habe ein Recht. Also haben wir jetzt ein ganz klares Recht auf Zitate für verschiedene Zwecke, nämlich Kritik und Rezension, Karikatur, Parodie und Pastiche. Pastiche wird gleich bei der deutschen Umsetzung noch interessant werden. Die Technologie dahinter. Dazu hatte ich beim letzten Mal schon ein bisschen was erzählt. Uploadfilter mit ihren zwei Elementen. Einmal die Erkennungskomponente, die bestimmte Inhalte, die halt gemeldet worden sind, in einem Upload wiedererkennt und dann eine Handlungskomponente, die sagt, was mit einer solchen Erkennung oder einer Erkennung zu x Prozent dann zu geschehen hat. Die rechte Spalte mit den Ergebnissen, wenn es keine Übereinstimmung mit einem in der Datenbank abgelegten Werk gibt, ist es offensichtlich auch nicht von irgendjemand beansprucht, kann also veröffentlicht werden. Gibt es eine Übereinstimmung und dafür liegt eine Lizenz vor, sagt die Entscheidungskomponente prima, das kann veröffentlicht werden und ich markiere das für Abrechnungszwecke, damit dann in einem Abrechnungszeitraum an die Verwertungsgesellschaften gemeldet werden kann, dieses Werk ist von unserer Plattform x-mal heruntergeladen worden oder angesehen worden. Der dritte Fall, eine hundertprozentige Übereinstimmung mit einem geschützten gemeldeten Werk und einer dazu hinterlegten Sperranordnung. Das ist ein, das hätte ich eigentlich auch lila machen müssen, weil das ist auch einer der umstrittenen Regelungen, vor allen Dingen aber, also 100% Übereinstimmung heißt zum Beispiel, 100%, also eine komplette Folge einer Serie oder ein kompletter Kinofilm ist hier erkannt worden und da gibt es einfach nicht so richtig viele Schranken, die eine solche Nutzung erlauben. Und da haben wir auch also Zivilgesellschaftsvertreter in Brüssel gesagt, oder vor allen Dingen Akademiker haben da so ein Modell, das prima facie, also auf den ersten Blick scheint etwas eine Urheberrechtsverletzung zu sein. Das ist mit dieser 100- oder 90-prozentigen Übereinstimmung gemeint. Problematisch sind dann aber niedrigere Übereinstimmungsraten, also 90% und drunter, weil in dem Fall kann man unterstellen, dass hier ein Schnipsel aus einem geschützten Werk entnommen worden ist und das ist kommentiert worden. Irgendjemand hat damit was angestellt und einen eigenen kreativen Ausdruck damit geschaffen. Das darf also nicht automatisiert gesperrt werden. Die bekannten Probleme, Algorithmen können keine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit einer Nutzung, insbesondere einer Schrankennutzung treffen. Sie versagen häufig, es gibt Muster von systematischem Missbrauch solcher Filter und dadurch kollaterale Zensur und der Datenschutz ist nochmal eine ganz eigene Problematik. Zur Sicherung sind ex post im Nachhinein Beschwerdemechanismen vorgesehen, auch außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen wird es geben und in jedem Fall steht allen Beteiligten immer der Rechtsweg offen. Da wollen wir aber eigentlich gar nicht hin. Wir wollen ja im Vorhinein, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und zur Sicherung im Vorhinein, die Lizenzierung hatte ich genannt und Zitat. Und das ist ein Element, für das wir uns in Brüssel auch stark eingesetzt haben, eine Rechtmäßigkeitserklärung im Vorhinein. Ich lade etwas hoch und beim Hochladen
klicke ich eine Checkbox an oder fülle ein Textfeld ein und sage, ja, ich bin mir bewusst, da sind Teile eines geschützten Werkes drin, aber ich benutze die als Zitat, ich kommentiere das, mache eine Karikatur draus und deshalb bin ich überzeugt davon, dass das rechtmäßig ist. Pre-Flagging wird das auch genannt. Und genau das hat das deutsche Justizministerium vorgeschlagen. Wie geht's weiter? Wir hatten schon gehört, Filter werden auch für Hasskommunikation eingesetzt, auch um strafrechtliche Dinge aus dem Netz zu filtern. Wir haben eine Debatte darüber in der Antiterrorverordnung, die jetzt gerade im Trilog sich befindet. Also der Gesetzgebungsprozess ist fast abgeschlossen. Jetzt aktuell geht los die Überarbeitung der E-Commerce-Richtlinie von 2000, die sozusagen die generelle Plattformregulierung ist. Und naja, 2000, auch schon wieder 20 Jahre. Da geht es vor allen Dingen um die Frage, ob das Verbot der generellen Überwachung aufrechterhalten wird oder nicht. Und im Augenblick sieht das ganz gut aus, aber es finden Konsultationen, oder es hat eine Konsultation stattgefunden. Das ist ein ganzes Paket, Digital Services Act, unter anderem zur künstlichen Intelligenz. Wie man sieht, also das sind natürlich alles klickbare Links, die Folien stehen auch schon online. Ihr könnt da also, wenn euch das interessiert, ganz einfach hinklicken. Aktuell läuft noch bis zum 8. September eine öffentliche Konsultation zum Digital Services Act. Das wäre ein ganz wichtiger Hinweis an euch. Das ist schwieriges Zeug, aber es gibt ganz viele Initiativen, die da auch Informationen dazu liefern. Das ist eine Möglichkeit, sich hier mit einzubringen. All diese Fragen stehen im Augenblick im zweiten Halbjahr 2020, seit dem 1.7., sozusagen in einer gewissen Weise unter deutscher Verantwortung. Okay, Koordination, die Ratspräsidentschaft heißt nicht, dass Deutschland da jetzt irgendwie das Sagen hätte, sondern im Wesentlichen das Sekretariat betreibt. Aber das gehört zum Portfolio neben Brexit und Corona-Rettung und so weiter der deutschen Ratspräsidentschaft. Wie geht's weiter im Urheberrecht mit Upload-Filtern? Polen hatte gleich nach Verabschiedung geklagt beim Europäischen Gerichtshof. Diese Klage, also ob der EuGH die annimmt, steht noch aus. Frankreich und die Niederlande haben bereits mit der Umsetzung begonnen, im Wesentlichen textgleich 1:1 aus der Richtlinie übernommen, allerdings ohne Sicherungsmechanismen, die da vorgeschrieben sind. Deutschland hatte im Januar mit der Umsetzung der Richtlinie begonnen, allerdings noch nicht mit Artikel 17, sondern zunächst mal mit dem Presseleistungsschutzrecht. Dann neue Aktion am Anfang Juni haben 44 Mitglieder des Europäischen Parlaments auf Initiative des Vizevorsitzenden des EP, Marcel Kolaja, ein tschechischer Pirat, einen Brief an die Kommission geschickt, konkret an den Kommissar Breton, und hat gesagt, in die Diskussion über Artikel 17 müssen auf jeden Fall auch Datenschützer einbezogen werden. Das ist ein absolutes Unding. Wie bei jedem Gesetzesvorhaben hat es natürlich im Vorfeld eine Folgenabschätzung gegeben, die auch alle möglichen Grundrechte überprüft hat. Also Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, unternehmerische Entscheidungsfreiheit, alles Mögliche, nur verblüffenderweise nicht den Datenschutz. Parallel zum neuen Urheberrecht ist die DSGVO verabschiedet worden. Heute sind wir also in der Lage, durch die DSGVO-Brille zu sehen, dass das gar nicht anders geht, dass Artikel 17 selbstverständlich Personendaten betrifft und dass hier überprüft werden muss, ob solche Filter grundsätzlich datenschutzverträglich baubar sind oder nicht. Und das passiert jetzt sozusagen in allerletzter Minute. Und da kann ich sagen, ist die DGGS nicht ganz unschuldig dran gewesen. Vor 14 Tagen nun hat das Bundesjustizministerium seinen Entwurf von Artikel 17 vorgelegt und zur Konsultation gestellt. Man sieht, das wird nicht übersetzt in das
Urheberrechtsgesetz, wie man das eigentlich erwarten würde in Deutschland, sondern dafür wird ein neues Gesetz geschaffen, das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz oder UrDAG. UrDAG. DAG. Der Name ist vielleicht ein bisschen lustig, die Umsetzung muss man schon mit allem Respekt sagen, gibt sich große Mühe, den Spielraum, den die Richtlinie erlaubt, maximal auszunutzen, um die Interessen der Nutzer und die Interessen der Urheber in dieser Geschichte zu stärken. Es hat erste Kommentare dazu gegeben, das gehe ich jetzt nicht einzeln durch, aber hinterher zum Nachklicken, das sind alles bereits Hinweise darauf, wie man an diese Konsultation rangehen kann. Und besonders empfehlen kann ich den Comunia-Salon mit Julia Redder, John Weizmann und Martin Husovec. Also Julia und John sind hier sicherlich bekannt. Martin Husovec ist ein Rechtswissenschaftler aus Belgien, der sehr engagiert an diesem Modell Artikel 17 von Anfang an mitgedacht und mit João Quintais zusammen eine sehr kreative Interpretation, sehr fortschrittliche Interpretation entwickelt hat, die wir jetzt durchaus im deutschen Ministeriumsentwurf wieder, also einen Widerhall davon, sehen wir dort. Das ist noch nicht auf Vimeo, aber auf dem Comunia-Kanal wird das in den nächsten Tagen auftauchen. Die Zukunft zum Schluss, wie sieht es aus? Also wie gesagt, positiver Aspekt im Augenblick, dass die europäischen Datenschützer jetzt in letzter Minute tatsächlich beteiligt werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Durchbruch. Wir haben den relativ guten BMJ-Entwurf, den müssen wir uns jetzt natürlich detailliert ansehen. Das wird in den nächsten Wochen stattfinden. Bis zum 31. Juli ist die Konsultation dazu noch offen. Auch hier die Aufforderung, wer hier Leidenschaften hat im Bereich Urheberrecht, im Bereich Uploadfilter, seht euch das an, studiert die Fragen. Da gibt's, wie gesagt, vieles davon ist eigentlich ganz gut, aber es gibt natürlich auch hier problematische Dinge. Das wird zum Beispiel auf maschinelle Implementierbarkeit hin konzipiert. Also bestimmte Dinge werden maschinell überprüfbar angesehen und dann werden so Schwellenwerte eingezogen, bis zu 20 Sekunden, bis 1000 Zeichen oder bei Bildern, Bilddateien bis zu einer Größe von 250 Kilobyte. Das sind willkürliche Setzungen. Das wird mit Sicherheit noch eine Menge Diskussionen geben, aber es ist einfach auch realistisch. Es wird diese Filter geben müssen aufgrund der Richtlinie. Ich fürchte, das geht genau in die richtige Richtung und deshalb ist auch die Debatte über die Schwellenwerte ganz wichtig. Livestreams sind auch nicht wirklich erfasst, Transparenzforderungen müssen wir gucken, wie das tatsächlich umgesetzt worden ist. Das Ministerium hat am Anfang in der Protokollerklärung erklärt, die Datenbanken, die hier entstehen von Erkennungsinformationen, also von Fingerprints, entstehen im Augenblick bei den großen Plattformen, bei Facebook, Google etc. Das muss getrennt werden. Das heißt ja eine Privatisierung von Rechteinformationsinfrastruktur. Dafür sollen neutralere Instanzen her. Und zum anderen, Stichwort Transparenz, in der Debatte in Brüssel ist ganz wichtig gewesen, dass wir Informationen brauchen über Sperrungen. Da gibt es auch eine zivilgesellschaftliche Initiative, die Lumen-Datenbank. Das muss aber in der Umsetzung europaweit und offiziell von einer neutralen Stelle betrieben werden, um zumindest im Nachhinein Wissenschaftlern, Journalisten, aber auch der allgemeinen Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, was hier passiert und wo es möglicherweise systematische Verzerrungen oder auch systematischen Missbrauch gibt. Das werden wir uns alles ansehen. Auch die Frage, wie viel von dem Geld, was hier natürlich generiert wird, letztendlich tatsächlich bei den Urhebern ankommt, wird
ein Punkt sein bei der Überprüfung dieses Gesetzesvorschlages. Noch vor der Sommerpause hat die Kommission angekündigt, wird es eine Konsultation im Rahmen dieses Stakeholder-Prozesses Artikel 17 geben. Noch nicht klar, also klar ist schon, dass sie nicht den Text ihrer Leitlinien als zur Konsultation stellen werden, sondern uns eine Reihe Fragen stellen werden zu Problemen, wo sie noch besondere Bauchschmerzen haben. Ob diese Konsultation öffentlich sein wird oder sich nur an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Stakeholder-Dialogs richtet, ist noch nicht klar. Und dann die Leitlinien Ende des Jahres. Damit ist der europäische Prozess in Bezug auf Artikel 17 zunächst mal abgeschlossen. Wir müssen sehen, was der EuGH noch sagt. Aber danach spielt die Musik in den Mitgliedsländern. Und das heißt für uns natürlich zunächst mal in Deutschland. Aber hier stehen wir natürlich mit Comunia, mit EDRI in einem europäischen Netzwerk und werden uns auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern austauschen. Und ich glaube, das war es auch schon. Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf unsere Broschüre. Hier auch mit dem klickbaren Link. Ich hätte jetzt mal, wer es abtippen will, die komplette URL dahin tun können, aber das findet ihr überall. Und wir haben auch, ja natürlich, das muss ich noch zeigen, es gibt auch eine gedruckte Version davon. Hey! Und wie kriegt man die? Wie kriegt man die denn? Kann man die bestellen? Okay, also wer eine gedruckte Version haben möchte, schreibe uns und auch gerne, ich glaube, in dem Umfang können wir das machen, auch an Gruppen oder Initiativen und so. Okay, super. Das ist natürlich, ach, jetzt habe ich die letzte Folie mit den Fördermitgliedern vergessen. Aber Sandra, machst du das noch? Gibt's noch Na eine? Klar, das ist jetzt die Abmoderation. Genau, aber wir machen erstmal Q&A. Volker, ganz herzlichen Dank. Haben wir Fragen direkt hier im Publikum? Ja, ich habe ein frisch desinfiziertes Mikro. Wir haben hier Speaker vor Ort. Corona safe. Würdest du mir eigentlich zustimmen, dass im Grunde genommen der Artikel 17 nur so ein erweitertes Leistungsschutzrecht ist? Also es geht gar nicht so sehr um diese Upload-Filter und um das Verhindern von Copyright-Geschichten, sondern eher darum, irgendwie Lizenzen zu verkaufen in Zukunft. Das ist also Leistungsschutzrecht. Ist so ein bisschen problematisch, weil es gibt den als technischen Begriff und dann ist es kein Urheberrecht im eigentlichen Sinne, sondern ein davon abgeleitetes, zum Beispiel das Presseleistungsschutzrecht. Und da hat es tatsächlich in der Berichterstattung, ich habe das gerade nochmal nachgelesen, einige Verwirrung gegeben. In der Schlussrunde der Richtlinie gab es noch einen Kuhhandel zwischen Deutschland und Frankreich. Und anscheinend ging es da um eine Ausnahme für Start-up-Unternehmen. Und da ist auch immer gesagt worden, die Startups werden vom Leistungsschutzrecht ausgenommen. Und ich meinte, wie? Im Leistungsschutzrecht gibt es keine Ausnahmen. Also da gibt es noch, klar, natürlich kleine Teile kann man und so, also auch da gibt es Ausnahmen, aber nichts, das was sagt, dass bestimmte Plattformen ausgenommen seien oder gerade Startups. Die Startup-Ausnahme ist in Artikel 17. Okay, jetzt aber zu deiner eigentlichen Frage. Geht es darum, dass Urheber Geld kriegen sollen von den Plattformen? Absolut. Das war von Anfang, also die Musikindustrie hat die Kampagne gestartet mit dem Slogan Value Gap. Also es gibt ja einen Wert von urheberrechtlichen Werken, der durch massenhafte Nutzungen auf diesen Plattformen entsteht, den die Plattformen über Werbeeinnahmen auch monetarisieren, aber von diesem Geld, von diesem Wert kommt bei den Urhebern nichts an. Und das soll Artikel 17 ändern. Völlig richtig. Das ist die Absicht. Allerdings nicht über ein Leistungsschutzrecht, sondern wie gesagt, das Urheberrecht haben sie sowieso, dachte ich. Aber wenn man sich Artikel 17 genau anguckt,
Das ist ein ziemlicher Hirnknoten-Geschichte. Aber es ist nicht das Recht der Online-Verfügbarmachung aus Artikel 3 der Infosorg-Richtlinie, sondern die haben tatsächlich ein neues, sui generis, eigenständiges Recht der Online-Verfügbarmachung für Artikel 17 erfunden. Und damit ist es ein Urheberrecht und das als ausschließliches Recht kann der Urheber alle von der Nutzung ausschließen oder eben Bedingungen setzen, unter denen es genutzt werden darf. Und das geht jetzt über einmal direkte Lizenzen. Und das geht aber nur für große Rechteinhaber, also ja, die große Kataloge haben, Sony, Warner, was auch immer. Das geht über Verwertungsgesellschaften, was sehr gut ist. Der deutsche Entwurf macht gerade diese Verwertungsgesellschaftslösung stark. Warum? Weil nur auf diesem Wege garantiert ist, dass 50%, mindestens 50% der Einnahmen oder 60, 70, manchmal anders geregelt, an die Urheber geht. Während das Geld, das an die Rechteinhaber, Sony geht, geht nicht unbedingt weiter an die Urheber. Das hängt dann davon ab, was die Urheber für Verträge mit ihren Verwertern haben. Aber bei den Verwertungsgesellschaften ist der Anteil für die Urheber und die aufführenden Künstler gesetzlich garantiert. Und ja, insofern sind das die Wege. Noch ein wichtiger Punkt bei den Schranken. Die Zitatschranke ist traditionell nicht vergütet. Hat mit Meinungsfreiheit zu tun und so weiter. Ist traditionell so. Das will auch der deutsche Gesetzentwurf nicht ändern. Sagt aber, okay, Memes und da gibt es noch andere Sachen, die auf Social Media regelmäßig passieren und wir müssen ja jetzt sowieso die Pastischschranke, hatte ich vorhin darauf hingewiesen, die gibt es im deutschen Urheberrechtsgesetz nämlich noch nicht, die muss Deutschland ohnehin neu einführen und da haben sie gesagt, okay, jetzt nehmen wir alles, was sonst noch so auf Social Media an Nutzungen urheberrechtlicher Werke passiert und packen das unter die Pastischschranke. Die ist dann ein bisschen weiter als die Zitatschranke und greift damit weiter in das exklusive Recht der Urheber ein. Deshalb machen wir sie vergütet. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich smarter Move, weil wieder wir als Nutzer der Plattformen müssen nichts bezahlen. Das Geld kommt von Google, Facebook, Twitter und so weiter und fließt an die Verwertungsgesellschaften und damit entweder zu 100% oder eben mindestens zu 50% an die Urheber für Nutzungen, die ohnehin passieren und die wir auch weiter machen wollen und wo auch die Bundesregierung, das Bundesjustizministerium ganz klar sagt, diese Nutzungen müssen weiter möglich sein. Wir wollen dafür sorgen mit unserer Umsetzung von Artikel 17, dass sie weiter möglich sind. Danke. Ich habe direkt noch eine ganz, ganz winzige Frage oder auch ein Wunsch. Das Pre-Flagging, wenn man selber was hochlädt, sollte dann natürlich weniger kompliziert sein, als wenn man etwas über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz melden möchte, wo man dann immer schon wissen sollte, das ist von diesem Gesetz abgedeckt oder nicht. Es sollte irgendwie nutzerfreundlicher sein, nutzerinnenfreundlicher, ne? Genau. Ja, also die kurze Antwort ist ja, selbstverständlich, das muss, du musst nicht erst Jura studieren, bevor du was auf YouTube hochladen darfst und sagen darfst, ich glaube, das ist okay, ja, absolut. Das wäre sehr schön. Ich habe jetzt noch eine Frage aus dem Internet und zwar, könntest du noch einen Satz dazu sagen, warum es wichtig ist und welchen Beitrag die Datenschützer, also die europäische Datenschutzbehörden, zu dieser Konsultation und diesem Prozess geben? Benjamin wäre unser Datenschutzspezialist, der das viel besser erklären könnte als ich. Wie gesagt, es hat keine vorab Folgeabschätzung gegeben. Und das ist ein Unding. Also wir wissen, alles, was wir im Internet machen, kommt von Hause aus sowieso mit einer IP-Adresse. Und das wissen wir auch aus diversen Gerichtsurteilen, sind Personendaten. Ganz davon abgesehen, dass hier man in der Regel ja einen Login-Account hat auf einer Plattform und damit alles, was man dort tut, ohnehin nochmal mit Bank oder Kreditkarte und Telefonnummer und so weiter abgesichert ist. Insofern, das ist hier auch bei der automatisierten Filterung immer
um Personendaten geht, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Damit geht es um automatisierte Verarbeitung von Personendaten. Die ist in der DSGVO nochmal, also ganz besonders streng geregelt, weil hier die Gefahr, dass Personen in ihren Grundrechten eingeschränkt werden, natürlich ganz besonders groß sind. Und das muss jetzt im Nachhinein passieren. Unsere Idee ist, dass es eine gesetzgeberische Datenschutzfolgeabschätzung geben muss im Zusammenhang mit dem deutschen Gesetzgebungsverfahren. Das sieht die DSGVO sehr wohl vor. Also es gibt da einmal eine Folgeabschätzung, die ein Plattformbetreiber für ein konkretes System durchführen muss. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass im Zusammenhang eines Gesetzgebungsprozesses eine abstrakte Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt wird. Und genau das ist unser Wunsch und unsere Hoffnung, dass das bei dem sehr späten Einwirken der europäischen Datenschützer auf den Artikel 17-Prozess in Brüssel entsteht, dass dabei also Empfehlungen für das, was die Kommission Ende des Jahres an die Mitgliedsländer rausgibt, entstehen, wo drin steht, Leute, ihr müsst eine Gesetzgebungs-Datenschutzfolgeabschätzung machen, bevor ihr diese Regelungen bei euch national umsetzt. Und was dabei rauskommt, dazu bin ich nicht Datenschützer genug, aber ich weiß, das wird für die Technologie, die da verwendet wird, schwierig, das in die Grundrechtsbestimmungen im Datenschutz einzupassen. Jetzt noch eine Frage an die Regie. Haben wir noch eine Stunde Zeit? Oder? Ich habe nämlich noch eine sehr komplizierte Frage hier. Beziehungsweise eine Frage, zu der man auch noch ein bisschen ausholen könnte. Und zwar beschäftigen wir uns ja jetzt schon den letzten 10 Jahre mit dieser Urheberrechtsreform. Oder viele Jahre länger sogar noch. Wann ist endlich mal Schluss? Die Userin fragt das Gegenteil, und zwar wird es nach dieser Urheberrechtsreform dann nochmal eine weitere Diskussion geben um ein neues Urheberrecht, oder ist es eher unwahrscheinlich, und gibt es die Möglichkeit, also das Potenzial, dass Artikel 17 nochmal ganz grundlegend überarbeitet wird in naher oder relativ naher Zukunft? Sehr gute Frage. Also die grundsätzliche Antwort ist, im Urheberrecht werden wir nie fertig sein. Solange sich Medientechnologie und Mediennutzung verändert, werden sich auch die rechtlichen Bestimmungen, die diese Handlungen regeln, ändern müssen. Aber konkreter kriegen wir die Uploadfilter noch weg. Wie gesagt, die polnische Regierung hat gleich nach Verabschiedung der Richtlinie vor dem EuGH geklagt. Ich weiß nicht genau, wie da die Überlegungen im EuGH laufen, ob die jetzt erstmal abwarten wollen, so die ersten Umsetzungsvorschläge kommen raus, mal hören, wie so das Echo in den verschiedenen Mitgliedsländern ist und so. Vielleicht nehmen sie es auch gar nicht an, aber das ist auf jeden Fall eine Chance. Und dann haben wir natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ja, guck mal, jetzt haben wir es umgesetzt, ihr seht, es funktioniert nicht, es macht mehr Probleme, als es Probleme löst, und wir müssen da neu ran. Die Möglichkeit gibt es immer. Genau, andere politische Mehrheiten nach der nächsten Wahl zum Beispiel. Ja. Wir könnten jetzt noch darüber sehr, sehr lange reden, glaube ich, weil das Urheberrecht ja einfach eins der größten Themen ist, die uns ja schon sehr, sehr lange begleiten und dich ja auch lange begleiten. Dankeschön, dass ihr es so lange durchgehalten habt und noch dabei seid hier beim Netzpolitischen Abend vom Verein Digitale Gesellschaft. Und Volker, danke dir für deinen Vortrag, nochmal diesen umfassenden Überblick über Uploadfilter und über die aktuelle Urheberrechtsreform. Jetzt bin ich im Licht, das freut die Technik, und ich gehe zurück zu unserer Folie. Jetzt skippe ich. So, ach, das lädt kurz. Eine kurze Umbaupause für der. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, die Plattform von Johannes auszuprobieren, kommentare.vis.one.
Ich kann euch nur empfehlen, euch auf digitalegesellschaft.de die Broschüre runterzuladen und anzuschauen und ausgedruckt an alle Freunde und Familie und Menschen, die ihr kennt, zu verteilen. Und außerdem auch beim nächsten netzpolitischen Abend wieder dabei zu sein. Der ist am 4.8.2020. Das wird der 96. netzpolitische Abend sein. Es ist so faszinierend, wie lange das wirklich hier immer wieder stattfinden darf. Ganz herzlichen Dank an die Seabase, dass ihr das möglich macht, an C-Band und an E-Punk, die hier die Technik schmeißen, und an die ganze Seabase und alle Member, die diesen Ort hier ermöglichen. Herzlichen Dank. Und zum Thema Ermöglichen, die digitale Gesellschaft lebt von euren Spenden. Es gibt bestimmt eine Folie, die ich überblickt habe. Also, werdet Fördermitglieder, ermöglicht, dass diese tolle und langatmige Arbeit gemacht wird, um unser aller Rechte zu verteidigen und zu vertreten. Und meldet euch zurück zu den einzelnen Themen bei den Sprecherinnen und Sprechern. Denn der wichtige Teil oder ein zweiter wichtiger Teil des netzpolitischen Abends fällt ja heute wieder leider aus, dass nach den Vorträgen noch miteinander reden. Deswegen nutzt die Gelegenheit, sprecht die Leute an. Sie freuen sich sehr über Rückmeldungen zu ihren Vorträgen. Und ja, jetzt kann ich euch einen schönen Abend wünschen. Habt einen kürzeren Nachhauseweg als sonst. Das ist ja auch was Gutes. Und habt einen schönen Abend. Dankeschön an alle, die da waren.